Moin Moin, willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. Und wir befinden uns immer noch hier oben, ja, Caria, also hier oben, guck, oh, Haus Caria, genau, da befinden wir uns. Königliches Observatorium, da waren wir gerade und haben Loretta besiegt, diese komische Ritterin da. Da können wir nicht weiterkommen, aber dafür ist hier vorne ja eine Tür, da gehen wir jetzt mal rein. Gucken wir, was es wird. Drei Schwestern. Okay. Ich darf meine Hunde mitnehmen hier, wenn ich will. Hätte ja auch was. Ich hole mal raus die Hunde. So, warte. So, sicherheitshalber. So eine Art Kirche, was ist das? Renners Turm. Ob sich dahinter wieder ein Boss befindet, weiß man nicht. Wäre natürlich sehr schnell, ne? Wie ist denn dabei? Gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Da drüben ist ein Drache. Na gut, dann lassen wir mal in den Turm reingehen. Mehr als sterben können wir ja nicht, ne? Aktuell fest verschlossen. Okay, da können wir gar nicht rein. Nun gut. Sollen wir hier noch ein bisschen rumforsten? Da irgendwas finden? Was uns da hilft, irgendwie. Anscheinend. Jetzt habe ich die Hunde umsonst gerufen wahrscheinlich. Oh, da ist das so. Ach Mann. Ach komm, dann müssen wir weiter. Wölfe. Ich reite jetzt mal hier komplett durch. Eisige Waffe. Oh oh. Hört mal auf. Ich reite mir ganz komplett einfach durch jetzt hier. Hinter Haus Caria, okay. Ich muss kurz Pause machen. Wo kommen wir ja da hin? Wir haben das Haus Caria noch nicht fertig gemacht, also müssen wir da nochmal zurück.
Okay. Hier sind wir rausgekommen. Lass uns mal hier weitergehen. Da kann man rein. Wahrscheinlich müssen wir zu diesem Drachen da. Der ist auch ziemlich groß, ne? Scheint auch Ab oder okay. Naja, passiert gar nichts, die greifen nicht an. Kommen wir in die Nähe von ihm, kann das sein? Ich werde mal zu dem Turm da. Könnte da reinkommen, ohne mit dem Drachen zu kämpfen. Rani's Turm, okay. Ah, guck mal hier. Berühren wir gleich mal einen Ort der Gnade. Vielleicht muss man den Drache ja gar nicht besiegen. Okay, wir schleichen uns trotzdem mal schlafen kurz hier. Boah. Der ist ein bisschen groß, der Drache. Warten wir mal ab. Okay, jetzt geht nach oben. Achso, es geht hier weiter. Ich wollte gerade sagen, was soll ich denn jetzt hier machen? Aber es geht hier weiter hoch. Wer ist das? Reden. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. Es gibt keinen besonderen Grund. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago and search now for the dark path that I might one day upend the whole of it and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Ja, weiß nicht. Komm, dienen wir hier mal. I see. A choice well made. Thou art a rare sort.
Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Okay, was jetzt? Good. Then I ask we there is in my service a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who thou needst not indulge them unduly, but they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Speak with thou needst not. Okay. It hath been a Na gut, dann machen wir das mal. Reden wir mit den dreien. Ob das die richtige Wahl war, im Dienste der Hexe zu treten? Man weiß es nicht. Lösen. Explained everything. Again, I am Eiji, the Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I am told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. Let us give all that we can of us together for Lady Ran. Okay. Gut, dann gehen wir runter. Darf der nächste sein, mit dem wir reden müssen? I heard about you. Müsste Blade sein, oder? Good to finally meet. Name's Blythe. Sworn sword to Mistress Rani. Glad to have you aboard. Well, getting right to business. I'm situated in Limgrave right now. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting, eh? Was sagt er? Ich werde unten herum durch den Brunnen im Nebelwald gehen. Don't keep me waiting, eh? Okay. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Salavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower. Come and pay me a visit, should you wish to be of actual service. If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? Okay. Das ist eher wahrscheinlich diesen Turm da drüben auf der anderen Seite, ne? Kann ich hier nicht runterspringen? Warum soll ich nicht? Wieso kann ich das nicht?
muss ich erst nochmal mit ihr reden da oben? Weil ich jetzt mit allen geredet habe? Vielleicht. Machen wir mal. Nun muss ich hier wegbeamen. Nee, das muss ich ja nicht, ne? Soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon, and it will be some time. I have high. I look forward. Okay. Okay, sind die auch alle weg. Okay. Ja, sind die alle weg. Gut. Dann können wir jetzt wahrscheinlich auch raus. Mal in diesen Turm rein, ob ich jetzt da rein kann, wo der Typ mit ihm geredet habe. Wieder rein. Das nochmal. Wahrscheinlich tut man auch nicht, ne? Sieht nicht so aus. Aktuell fest verschlossen. Okay, wir müssen zum Brunnen im Nebelwald, also in die Nähe vom Brunnen im Nebelwald. Guck mal. Der Nebelwald ist doch hier, ne? Und welcher Brunnen ist denn da gemeint? Hier vielleicht? Rosenkirche. Muss ja irgendwas hiermit zu tun haben. Das ist doch der Nebelwald hier, ne? Ja, das muss doch da sein. Ich weiß nicht, wo der Nebelwald sonst noch sein kann. Ist hier noch ein Nebelwald? Da ist der Nebelwald, okay. Ruinen im Nebelwald. Okay, müssen wir wahrscheinlich dahin. Gut, müssen wir uns hier irgendwo rausschicken. Hier vielleicht? Ja. Reisen wir mal dahin. Und dann müssen wir da uns einen Punkt setzen, damit wir da hinlaufen können. Denke ich mal. So. Kurz die Karte nehmen und dann setzen wir uns einen Punkt. Wir setzen mal Ruinen des Nebelwalds. Setzen wir mal einen Punkt hin. Also ungefähr in der Nähe. Ist das da? Brunnen am Sio. Das ist wahrscheinlich der Brunnen, der gemeint ist. Da setzen wir den zweiten, Nummer 3 hin. Erstmal reiten wir zu 2. Muss man hier immer runterjumpen? Da können wir da eben runterkommen, ohne zu sterben. Ja, ich glaube, das können wir, aber dann müssen wir von da hinten, ne? Ja, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Weg da runter geht, muss ich zugeben. Das muss sehr anstrengend war da
diesen Weg dahin zu laufen. Das kann ich eingesammelt, was? Sind wir mal allein hier, die Runen. Oh ja. Was sind alle? Weil für den Wölfe habe ich jetzt keinen Bock. Da ist ein Nebelwald, da reiten wir jetzt einfach rein. Hier sind die Ruinen. Da ist ein fetter Bär. Hier waren wir doch schon mal, ne? Oh oh. Okay, weg hier. Hier gar nichts gerade, oder? Aber waren wir hier unten schon drin? Ich glaube schon, ne? Ja, hier waren wir schon, okay. Hab ich mir schon gedacht. War auch ziemlich am Anfang noch, ne? Boah, es gibt so viel hier. So, dann werden wir jetzt nochmal zu 3 laufen. Das muss ja der Brunnen sein. Da müssten wir ihn ja treffen. Mit den Wölfen. Halt, halt, halt! Okay. Lassen wir oben längs laufen. Niederer Erdenbaum. Brunnen hier. Wir müssen auf den anderen Typen treffen, oder bin ich das verkehrt? Hat er doch gesagt, dass es hier ist, oder nicht? Ich treffe dich am Brunnen im Nebelwald. Das muss doch hier sein. Da muss ewig das Ding hochkommt, weil das ja eine Ewigkeit runterging. So die Frage, ob der hier draußen irgendwo wartet auf uns. Ich sehe hier keinen anderen Typen. Ne? Vielleicht wartet er auch im Brunnen. Dauert, bis das Ding hochkommt. Aber woanders kann ich ihn ja gar nicht sehen hier. Nochmal so ein Bär. Der schärft sich gerade seine Klauen. Wir haben gedrückt, also es dauert ein bisschen, weil es ja, dauert ja auch fast 5 Minuten, bis er unten ankommt. Da kommt er. So theoretisch könnte ich ja wahrscheinlich auch einfach mich da runter beamen, ne? Bodenbrunnen. Und das machen, oder? Runterfahren oder mit einem mich runterbeamen, ist doch egal. Aber wahrscheinlich habe ich das alles schon gemacht. Und jetzt mit Rania oder mit der
Ist das irgendwie Quatsch? Nee. Hat er gesagt, dass es hier ist, ne? Oder das ist ja der, das ist ja der Boden sozusagen. Also wenn er jetzt hier nicht ist, müssen wir vielleicht wieder. Dann reisen wir nochmal zurück. Da haben wir irgendwas vergessen da bei der Tante. Müssen wir den Drachen vielleicht doch besiegen? Sonst wird das nichts, wenn jemand zurück. Okay, hier nochmal Renners Turm. Huch. Reisen wir nochmal dahin. Also kann ja gut sein, dass wir irgendwas vergessen haben. Ich weiß es nicht. Muss man vielleicht noch irgendwas machen, was wir optional, was wir nicht gemacht haben? Kann natürlich auch sein. Mal gucken. Okay, also ist Rannis Turm, da gehen wir nochmal wieder raus. Die Leute sind ja auch nicht mehr da. Müssen wir das Gebiet nochmal absuchen hier. Irgendwas haben wir wahrscheinlich übersehen. Also gucken wir, ob wir da hinten zum Turm nochmal reinkommen. Wenn nicht, müssen wir vielleicht doch den Drachen nochmal besiegen. Ich weiß es nicht. Ist nicht so viel Bock drauf. Den können wir auch einfach außen vor lassen, aber das geht anscheinend nicht. Was ist hier für Karte zu sehen? Warte mal. Da ist noch ein Turm. Das ist Renners Turm. Rani die Hexe und das ist Rannis Turm. Und das ist Renners Turm, okay. War das jetzt zu? Da komme ich ja nicht rein. Gibt es einen anderen Eingang hier? Ja. Aktuell fest verschlossen steht da. Wir müssen echt den Drachen besiegen, ne? Frostnebel. Ah, meine Hunde. Okay. Hä? Ist der weg? So, cool. Da ist doch noch ein Turm, aber da soll er nicht hin. Okay, jetzt ist der Hund weg, der Drache weg. Dann können wir jetzt da rein? Oder können wir jetzt in den anderen Turm rein? Wir testen es mal.
Muss man nicht mal ganz besiegen. Der ist ja schon vorher abgehauen. Ach, Mann, ey. Der andere sagte ja, dass man zu ihm im Turm reinkommen kann. Aber ob er denn damit gemeint ist? Nee, ist immer noch zu. Guck. Wieder neu zurück. Aktuell fest verschlossen. Was muss ich denn da machen? Ich reite nochmal zu der Tante da hinten. Jetzt weiß ich auch wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Das ist total bescheuert. Dachte, wenn wir den Drachen besiegt, dachte ich. Ja. Besiegt haben wir ihn ja nicht, aber. Das ist doch schon ein bisschen komisch hier alles. Das verstehe ich nicht. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch hier, muss ich zugeben. Weil ich das wirklich nicht kapiere. Der steht da weder beim Brunnen noch sonst so. Und hier... Sie sagt ja auch nichts weiter zu mir, oder? Jetzt schläft sie. Mein Gott. Da hinten ist ja noch, da ist ja der Turm, ne? Was muss ich denn da machen? Hm. Problem ist ja einfach nur... Ich habe nicht mal einen... Ich habe diesen blöden Drachen besiegt zwar auch, aber irgendwie bringt er auch nichts. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Typ steht nicht beim Brunnen. Der andere Turm hier ist auch nicht auf. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat da drüben, aber... Das ist eine ganz andere Stelle, ne? Das hat nichts hiermit zu tun, so richtig, oder? Ich glaube nicht. Links laufen. Oh, hier ist auch ein Turm, okay. Und da mal reingehen. Ach, da ist der Heini, guck mal. Dann schneiden wir mal, reden wir mit ihm. Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Machen wir. Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Okay. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings. And soon. Einmal hier hoch. Erstmal will ich wissen, wer die Tante ist, wo ich die finde. Keine Ahnung. Was drin? Speicherstein. Na. Und wo finde ich die denn? Vielleicht kann er mir das auch mal sagen. Wenn der nett ist. Oder? Weil sonst wüsste ich mich nicht, wo das ist.
Kannst du mir auch sagen, wo die Tante ist? I have no time for idle. The only thing I will hear from you is a report. Are we understood? I have enough on my... Okay. Sehr netter Zeitgenosse. Hier müssen wir rumlaufen, ob hier noch irgendwas anderes ist. Da ist die Frage, wo finde ich denn das Mädel da, dem ich den Trank verabreichen soll? Du Hiopai. Da runter sind wir auf jeden Fall nicht. So, ich würde sagen, wir speichern einfach mal hier. Und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.